Bisschen streicheln. Ein bisschen kuscheln. Unser Tier des Monats im Juni ist der Kater Max. Oh, küsst du mich? Wir haben gerade festgestellt, dass man dem rot getigerten Kater seine 16 Jahre überhaupt nicht ansieht. Und er ist ein großes Sorgenkind. Ja. Ist er. Ist er. Weil er hat Diabetes. Und er bekommt ein spezielles Futter und muss allerdings auch zweimal am Tag mit Insulin gespritzt bekommen. Und da muss man auch wirklich sehr gewissenhaft sein. Küsst mich und beißt mich. Du hast gar nicht zugehört. Wichtig, ganz wichtig beim Insulinspritzen, das sollten keine Anfänger sein, weil man wirklich da sehr genau sein muss, Zeiten einhalten muss. Genau. Ganz wichtig. Ja. Ja, also der Max ist zu uns gekommen, weil seine Halterin ins Pflegeheim musste. Ja, und jetzt ist er ja praktisch hier, auch wie im Pflegeheim. Aber das, hier soll er nicht bleiben. Er soll ein neues Zuhause bekommen. Ja, weil der ist ja auch noch, im Grunde ist der ja auch wirklich noch topfit. Ja. Bis auf, dass er Diabetes hat und ein spezielles Futter bekommt. Genau. Da reicht die Wohnung mit Balkon. Er ist eine Einzelkatze. Genau. Er braucht ein ruhiges Zuhause, geregelten Tagesablauf, ne? Und ja, er ist aber halt auch charakterstark und eigensinnig, das muss man schon auch dazu sagen, ne? Wir denken ja, das ist so in seinem Zuhause auf dem Sofa, ich setze mich so als Beisitzer neben dich aufs Sofa. Mhm. Und wenn ich Bock habe, dann komme ich auch mal kuscheln. Mhm. Ja, aber ja. Ich möchte das ganz gerne so entscheiden. Genau, ne? Er ist so ein ruhiger Kerl, er schläft natürlich auch schon viel. Schmusen, wenn er es will, ja. Ja, ne? Und wie gesagt, ne, dann putzt er mich und schnappt. Das Spritzen ist auch kein Problem, ist ja auch sehr bestechlich, ich möchte jetzt nicht sagen verfressen, also er isst gerne und dann merkt er das ja auch eigentlich gar nicht. Wir suchen tatsächlich Halter, die sich mit der Krankheit auskennen oder aber auch keine Angst haben, sich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Ja, und auch Spritzen, die eben auch wirklich zweimal am Tag spritzen müssen. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ne? Genau, oder auch mal im Blutzucker messen müssen, ne, im Ohr. Da, ne, man muss sich halt auseinandersetzen mit der Krankheit und man muss es sich zutrauen. Balkon ist, glaube ich, ganz wichtig. Er ist auch hier ganz viel draußen. Ja. Das weiß ich sehr wirklich. Von Haus 1, man sieht ihn auch viel draußen. Genau, guckt er sich das auch, an. Und er liegt dann auch gerne mal in der Sonne, wäre also wirklich schön. Mhm. Unser Tier des Monats im Juni, ein Sorgenkind Max. Ja. Ein rot getigerter, 16 Jahre alter Kater. Genau. Ja, Wohnung, Balkon, Einzelkatze, wäre sowas für ein älteres Ehepaar vielleicht. Ne? Genau. Die sagen, so für einige Jahre ein schönes Zuhause bieten. Wäre der Max vielleicht genau das Richtige. Infos gibt es natürlich bei uns im Tierheim und die Tierpfleger werden natürlich auch genau Informationen geben, wie was gespritzt werden muss etc. Genau. Und wir zählen auf euch, also sagt es weiter und teilt. Bei Facebook immer ganz wichtig, da sind wir auf eure Hilfe immer angewiesen. Manchmal hat es auch schon geholfen, dass ihr fleißig geteilt habt. Ja.